Hallo und herzlich willkommen zu Hupi auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, das ist ein kleines kurzes Video. Nicht ein Video eigentlich, das ist nur ein kleiner Vorspann vor dem Video, was gleich kommt. Gamescom war ja jetzt, wann war das? Boah, ich schaue schon wieder was her. Ich glaube 2 Wochen schon wieder fast her. Und ich habe mich ja mit der Uncharted-Giraffe getroffen. Und dann haben wir jetzt ein bisschen was aufgenommen auch gehabt. Kommt ein bisschen spät, ich weiß. Die meisten YouTuber haben das schon alles schon hochgeladen, schon. Meistens sind ein, zwei Tage schon nach der Gamescom, aber ich bin nicht gewesen, der es geschnitten hat. Alles, das hat er alles sehr gerne auch mit dem Aufnehmen von dem Videomaterial, hat er übernommen. Und danach musste ich das halt erstmal downloaden. Habe ich downloadet, jetzt habe ich es gerade vor ein paar Minuten gedownloadet. Und dann kommt halt am Sonntagmorgen hoch. Und heute ist Samstag. Und ja, also was sollte man machen? Aber es war eigentlich recht cool, mit ihm mal so ein bisschen Real Life-artig auch mal zu sehen. Recht cool drauf ist er. Ist er mit Jasmin gekommen. Das war eigentlich recht lustig. Wir haben ja drei dann den Sonntag hauptsächlich zusammen verbracht. Er hat sich ja noch bei Destiny angestellt. 2, 3 Stunden. Ne, 2 Stunden waren das, ne? Oh, boah. Und danach sind wir dann zusammen weitergezogen. Ein paar, ich weiß nicht, wie lange es war. Ich weiß nicht, wann irgendwie, wir haben uns irgendwie so um 12 vielleicht getroffen oder sowas. Und dann bis zum Ende durch. Wir waren jetzt irgendwie schon ein paar Stunden unterwegs zusammen. Und war aber eigentlich recht cool drauf mit denen. Also, ich glaube, das war's da auch jetzt erstmal. Ihr könnt ja jetzt mal das ein bisschen, ja, das kleine Video euch gönnen von uns beiden. Wir waren so ein klein bisschen, haben jetzt einfach so ein bisschen Spaß gemacht, ein bisschen Quatsch, ein bisschen euch die Hallen gezeigt, wenn ich da war. Und ja. Also ich verabschiede mich auf jeden Fall und wir sehen uns wahrscheinlich nochmal kurz am Ende zur Absagung und ja, ciao. Exposed? Ja, deine Haare sind scheiße wie immer. Bist du schon auf? Ja, die ganze Zeit schon. So, Leute, wir sind hier. Laut! Wir sind hier gerade mit dem Julian Bill. Ja. An der Gamescom. 2014. 17.8. Sonntag. Blaues Bändchen parat. So, ich würde mal sagen, Giraffe exposed dich. Und denkt dir, guck mal in die Kamera, sonst wird das auch nicht. Okay. Also es ist ein kleines Ding, versteht nicht warum. Und es gibt auch noch alles, das ist echt lustig. Waage, Container. Gleicher Werbung von Rockstar. Rockstar auch Rockstar, ne? Ja, Rockstar. Also keine Ahnung, ich weiß, die Haare liegen. Ja. Die Haare liegen. Wenn wir so ein bisschen scheiße aussehen, kommt das daher, dass wir die ganze Zeit rumgeschrien haben und ja, seit heute Morgen 6 Uhr wach sind, weil wir ein bisschen müde sind. Okay. So, schauen wir mal das Interview. Also, DJ. War es ja schon am Freitag hier, Donnerstag. Ging ja nicht aus privaten Gründen. Ja, das ist das Thema. Das ist so eine andere Geschichte. Ja, wie gefällt's dir denn hier? Ja, also, das ist gut, ne? Ja, gut, hab ich das gesagt. Ne? Also, ja, ist mal was, wirklich was anderes, weil es auch mein erstes Mal auf der Gamescom. Sehr toll, auf jeden Fall. Ich muss schon sagen, also, das ist man meistens gar nicht so gewöhnt. Ja. In so einen vollen, ebenfalls auch, in so vollen Hallen auch. Ich habe jetzt auch, bin ja am Freitag schon hier gewesen um 7 Uhr morgens und habe mich schon angefangen anzustellen. Und da hat man schon gemerkt, wir waren einer der 100 Leute noch, die erst drin waren. Und haben uns zumindest waren 2000 Leute auch hinter uns. Und ich habe auch mal ein Foto, und vielleicht kann ich das auch mal gleich irgendwo einfügen, mal kurz mal zeigen. Ah, gucken wir mal. Das schicke ich dann auch gleich später noch. Machen wir. Okay, ebenfalls, ja, ist mal wirklich was anderes, mal ein bisschen aus dem Zimmerchen rauszukommen. Aus der Schuhe. Ja, aus der Zockerschuhe. Hast du denn auch irgendeinen YouTuber getroffen, aufschätzlich? Du hast mich wirklich noch nicht getroffen. Keine Ahnung, also ich irgendwie haben irgendwie. Doch, Cass Week habe ich getroffen. Am Freitag. Aber hab noch nicht mit ihm geredet, weil wir hatten viel zu viele Leute. Also. Ja, okay, das ist scheiße. Aber ich habe jetzt gehört, in Fitz Apo Red ist auf jeden Fall hier, Scorpion, Bars und alles sind da irgendwie hier. Ja, keine Ahnung, wo die sind. Wir haben gekommen, meine Freunde. Und im Zug, der war so rappel. Aber du hattest ungefähr. Mach mal bitte auf die Füße. Er hat es ungefähr. Vielleicht wäre auch Black Free. So. Im ganzen Zug. Wie lange haben wir gefahren? Wir sind ca. 45 Minuten gefahren. Geht doch. Und
Ja, das war halt ein bisschen warm. Heiß, stickig. War ein kranken, stickigen Zug. Ja, Spiele. Hast du alles gespielt? Also, gespielt muss ich ja sagen, noch nicht so richtig viel, weil ich einfach hab noch nicht so die Geduld, um die ganze Zeit zu warten. Ich hab auf jeden Fall beide Assassin's Creed-Teile gespielt. Ja. Waren recht gut, muss man schon sagen, hole ich mir wahrscheinlich auch. COD konnte ich ja leider nicht anzocken. Ich bin ja noch nicht 18, bin ja erst 17. Ich bin jetzt ja nächstes Jahr, also nächstes halbe Jahr dann 18. Und dann auf jeden Fall Gamescom nächstes Jahr. Wird auch in die 18er Zone gegangen, Mann. Das heißt nächstes Jahr Gamescom, meine Freunde, ja? Dann kommt alle vorbei. Ja. Ja, bin ich wieder. Bin ich wieder am Stadion. Ja, also du hast Assassin's Creed hast du ja gespielt. Ja, krass. Gut. Halt wie immer, also es ist eigentlich immer das gleiche, aber ist immer ein bisschen was anderes. Story, ein bisschen die Emotionen ein bisschen besser gemacht worden, grafikartig. Falls besser als die letzte Folge. Das freut mich zu hören. Ja, und ihr habt doch auch schon was hier angezeigt. Ja, wir haben Destiny gespielt. 3 Stunden gewartet. Yes. Gefühlte 3 Stunden. Eine, nicht mal 2, oder? Nicht mal. Fast 2 Stunden angestanden. Wir haben uns eher auf den Boden gesetzt. Gelegen. Dabei Walking Dead geguckt, ja, wisst ihr Bescheid. Und der Junge, der kennt sich überhaupt nicht mit vorne und hinten aus. Nee. Hier, ich schreibe ihn auf WhatsApp, wo seid ihr? Vorne, geh ich nach vorne. Wo seid ihr denn? Und das andere vorne, geh ich auf die andere Seite. Was machst du denn da hinten? Ey, könnte ich den schon verlaufen, weil ich einfach so. Tschüss. Steiben. Egal. Ja, wir haben Destiny angezockt. Wir konnten eine Runde spielen, die circa. Eine Runde? Eine Runde. Eine Runde, circa 13 Minuten. Spielzeit hatten wir gehabt. Und wie was? Es war so eine Art Teamziel, was wir da gespielt haben. Wie so Battlefield praktisch. Ja, so wie Battlefield. Eroberung, richtig. Du musst einfach Gebiete einnehmen und dann hast du den Punkte gesammelt und dann eben das eine Team, weil mehr Punkte hat. Und wen haben wir getroffen? Wir haben von den YouTubern jetzt. Ja. Von den YouTubern haben wir 2 getroffen. Aber. Ja. Zwei kleine. Zwei. Von der Charter. Also, nein, wir haben M118 Mark getroffen, mit dem haben wir uns im Prinzip verabredet. Also gesagt, yo, bist auf der Gamescom? Ja. Ja, Sonntag auch? Ja, Sonntag auch. Ja, hast du Zeit? Jo. Ja. Jo, haben wir uns in Halle, was? 10? Jo, 7. 7 ist das. Ja, so getroffen. Ist noch ein bisschen rumgegangen. Er war die ganze Zeit eigentlich bei uns, er ist gerade erst abgehauen zu seinem Kollegen und fährt jetzt auch wieder nach Hause, weil er war die ganze Zeit auf der Gamescom. Seit Donnerstag, richtig. Und jetzt hat er auch genug, glaube ich. Ja, Marc, sei gegrüßt, war echt cool mit dir. Mal so, ist ja was komplett anderes. Finde ich auch. Hier den Kollegen, nein. Sorry, real life. Gay-Griff. Ja, gay. Real life so, man trifft so und dann so mal miteinander redet. Warum sind wir eigentlich jetzt da von Kühle und Nagel so, nach da so, hä? Wir wollen den Abwechslung bringen. Das ist doch viel schöner als andere. Jetzt mal ernsthaft. Ja, okay, also. Okay, was? Ja, was hast du denn so gespielt? Ach, gespielt! Ja, mein Score war ein. Was? Wissen wir nicht. Wissen irgendwie, wir da nicht. Waren die Tode nicht ja, angezeigt. Das war. Ja. Du hattest nur die Kills. Wissen das nicht. Ja, nein. Auf jeden Fall hat er eine Einsatzquote. Ja. 1,0. Ich hatte. Aber er war zweitletzter. Nein! Das war voll scheiße, weil du hast irgendwie so keine richtigen Namen, sondern bist du nur irgendwie so Legend. Ja, ja. Und dann irgendwie ja, so. Ja, redet sich jetzt schon raus. Er fängt sich raus. Nein, aber ist wirklich so. Ja, wir haben auch getroffen. Wir haben noch den X17, den Leo Gametime HD oder so kurz getroffen, so Hallo gesagt und so. Er wollte mir eine Giraffenmaske mitbringen, ja? Eine Giraffenmaske aufsetzen können. Können wir ein Giraffenkostüm mitbringen eigentlich? Gehe ich nichts, ja, ich gehe nichts. Kann ich gerne mitbringen? Und, ja. Hab ich noch. Hast du? Ja, okay. Ich habe ein Giraffenkostüm, ja. Machst du. Gibst du mir die Hand drauf? Ja. So, dann, wen haben wir noch getroffen? Wir haben noch einen Abonnenten getroffen, aber das war's, weil die anderen sind alle nicht auf der Gamescom, wie so Energy. Der ganze Rest ist hier auf der Gamescom. Die kommen nächsten Jahr mit dem Auto. Dann kommt er da vorher zu mir. Ja. Und dann gehen wir zusammen hin. Und dann treffen wir uns. Ja. Okay. Haben wir gewonnen und ihr seid demnächst. Echt einen Abonnenten getroffen? Ja. Wollen wir jetzt nochmal rein und euch so ein bisschen was von den Hallen zeigen? Mehr Motivation. Wir wollen euch jetzt noch was von den Hallen zeigen. Was sagst du dazu? Ja, die will immer nahe mit Sachen kommen, ne? Die sucht aber Körperkontakt. Ja, komm weg, du bist. Ja, dann geh ich halt weg und zoome. Ja. Okay. Okay, wir gehen dann jetzt nochmal hier halt rein und bis gleich. Thank you.
life different. The people never seem to make their own decisions. In the prison of our own thoughts. And there's always something missing. No wonder we all pissed off. Disconnected from each other, every human in their own world. You could tell by how they look at one another. Maybe times change with the economy. Maybe technology or the loss in equality. I ain't asking for apologies. I just want to show you how we living from an outside view. What we lacking is in honesty. So the words are loose, meaning like whatever we saying is not true. We'll worry about tomorrow, but today is right now. And happiness is getting what we want right now. Cause most people only living through their mind. And they won't realize they alive till they died. Yeah. It's all mad. We're never gonna know what I felt. Our guards up, never letting anyone help. When we really trying to figure what we did to ourselves. When you buy your happiness, you need something to sell. And the only way to get into heaven is through hell. This negativity's a recipe for enemies. And everything we thinking that we need ain't a necessity. Found a better me through a better you. But to understand peace, something man can't do. We need change in order to pull through. This one right way, do what works for you. And do what you gotta do, cause you gotta do it. Put your hands up if you down with the movement, yeah. It don't matter what they say. No two people are the same. Only you can find your way, yeah, yeah. This for the yeah. Best times, this for the worst times. And you know, life is what you make it. This for the last time, this for the next time. And you know, Alter, komm noch näher, Alter! Komm mal, jetzt, kommt hier, kommt euch doch näher! Jetzt bin ich näher, komm! Hier, schön, schön, jetzt können wir mich alle sehen! Okay. Nee, gut. Magic! Jetzt kam dein Herr! ja. Die Spur. Ich hab jetzt auf dem Speed nur gespielt. Ah, er hat. Hallo, mach's mal! Ja, oh, Scheiße! Jetzt fällt euch mein Schuh, Mann, Alter! Ja! Das ist doch scheiße peinlich, ist das, Mann! Wir machen so Outtakes, so! Wir machen so Outtakes! Nee. Digi, komm her, so, wir machen. Wir müssen hinter Kühne und Nagel machen Schleichwerbung. Auf geht's. Komm, wir machen Schleichwerbung. Hi Leute, ich bin's Tim. Hi Leute. Ich bin's Carlos. Und komm her, Digi, komm her. Wir machen jetzt gerade das Video. Läuft das? Ja. Digi, komm her jetzt. Okay. Mal's ernst. Bist du ja schon auf? Ja. Ich hab's doch jetzt schon. Okay. Komm, Digi, komm her. Also, steht man mich? Muss laut reden. Ich muss laut reden. Ich muss laut reden. Du hast laut.
Wir machen hier die Outtakes. Was waren die Outtakes und bis zum nächsten Mal. Komm her, Digi, mit meiner Frische. Okay, Leute, hier bin ich auch wieder kurz. Zu kurz noch ein bisschen mal Ciao zu sagen. Also, ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch auf der Gamescom wart und was ihr alles angezockt habt. Tut mir ein bisschen leid, wie ich scheiß bin. Naja, was soll man machen? Aber war ein bisschen doof. Wir hatten halt nur von der Kamera das Mikrofon, haben halt benutzt und nicht jetzt irgendwie noch ein extra Mikrofon, wie viele anderen YouTuber. Die ein bisschen größeren hatten ja extra noch ein extra Mikrofon damit und sowas alles mit Rauschabdeckung und sowas alles. Ja, was weiß ich da. Also war auf jeden Fall cool. Nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall auch auf der Gamescom wieder. Und das war es eigentlich auch so ein bisschen wieder von meiner Seite aus. Und ich hoffe, es hat euch natürlich was gefallen. Und jetzt kommt bald auch ein bisschen wieder, vielleicht ein bisschen mehr. Muss mal gucken. Aber wir sehen uns auf jeden Fall noch später nochmal. Und dann.